Hallo Leute, als Vorbereitung auf mein eigenes Lightroom-Lernvideo, was ich produzieren will, muss ich auch die Technik testen, die Videobearbeitung, die Aufnahme vom Desktop und alles, ob das alles gut funktioniert. Ich denke mal zum Beispiel, das Mikrofon, was ich jetzt benutze, wird noch nicht ideal sein. Aber das ist euer Glück, dem ich, das heißt, ich werde jetzt in der Laufe der Zeit einige Quick-Tip-Videos größtenteils von Lightroom hochladen, vielleicht auch Photoshop. Das überlege ich mir halt noch. So, als Konzertfotograf ist für mich wichtig, auch ob ich dann am Ende des Tages bei Konzerten richtig fokussiert habe. Dazu habe ich bisher keine Funktion in Lightroom gefunden und daher zeige ich euch, wie man dieses Plugin verwendet, um einfach mal den Blick dafür zu haben. Habe ich in dem Bild schon den Fokuspunkt erwischt. So, dazu geht ihr auf Lightroom Focus Points Plugin.com. Gut, also dann kriegt ihr die Seite hier. Dann geht ihr auf Download. Da könnt ihr einmal die Mac-Version runterladen und die Windows-Version oder beide. Gut. Dann in einen gewünschten Pfad Download und in den gewünschten Pfad runterladen, beziehungsweise reinkopieren, auspacken, nennt wie ihr es wollt. Dann geht ihr auf Lightroom, dann auf Zusatzmanager, geht auf Hinzufügen. Ich habe es jetzt in den Benutzerordner reingemacht, Pfad Plugins angelegt und dann habe ich das hier angelegt. Was für mich immer das Einfachste ist. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn man den Pfad benutzt. Dann klickt man den Pfad an, geht auf Ordner auswählen, dann müsste es hier unten auftauchen. Perfekt. Geht auf Fertig. Dann wollen wir mal gucken. Das ist vom MPS Speyer von der Band Fersengold. Das ist, glaube ich, Alexander Wilms. Und gucken wir mal, ob ich den Fokuspunkt einfach getroffen habe. Ich weiß jetzt erstmal nicht selbst, aber ich denke mal, ich hoffe mal, dass ich den Bereich hier getroffen habe, einfach. Dazu gehen wir auf Bearbeiten. Nein, Bibliothek, Entschuldigung. Zusatzmodul Show Focus Points. Da wartet man her und sieht, ich habe die Stirn erwischt. Tja, da hatten wir halt noch die Kamera. Es funktioniert halt nur mit Nikon Canon im Moment. Mit meiner Focus XT1 hätte ich Pech. Sieht man nochmal die Daten, da die ganzen Fokus-Einstellungen und Fokusdistanz. Eigentlich wirklich alles, was man wissen will. Vor allem hier ist der Fokuspunkt, das ist das Wichtigste für mich persönlich. In dem Fall hatte ich halt Glück, dass ich dann halt wirklich mit 320, 1, 1, 1 320. Sekunde und der Blendenwert von 4 fotografieren konnte. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass der Fokuspunkt, sage ich mal, nicht in Augen ist, weil man fokussiert ja meist auf das vordere Auge. So, ja, der Quick-Tip ist soweit auch dann fertig und ich hoffe, ihr schreibt mir runter, wie der Ton, wie das Bild ist und die Bearbeitung vom Video. Gibt mir Kritik. Und vor allem, gibt es irgendein Thema im Bereich Lightroom, Photoshop oder ähnliche Bildbearbeitungsfragen, was ihr geklärt haben wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare runter kommentieren. Von kommentieren. Und ich hoffe, dass meine Sprechweise auch bei den nächsten Videos nicht so abgehackt sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ja, beim Dann bis zum nächsten Quick-Tipp-Video. Danke fürs Zuhören.